Herzlich willkommen zur Mittelfarbekarte und Türen 2. Wir machen immer noch Mais mit mehr oder weniger kleinen Schwierigkeiten. Unseren Abfahrer und den Extrafahrer. Laut Berechnung brauchen wir noch 4 Stunden 32. Ja, aber gut. Wir haben jetzt 20.31 Uhr im Spiel, das heißt, es ist 0 Uhr. Und morgen können wir dann wahrscheinlich. Getreide und so der Vergleich werden. Also morgen im Game, ne? Ja, jetzt machen wir hier weiter und wir müssen mal schauen zum Silo. Schon einiges drin. Gerade was gegessen. Ein bisschen Armut gegessen, ne? Also kurz Pause gemacht. Dann geht's weiter. Schauen wir, was wir heute noch schaffen. Unbedingt noch weitere 7 Folgen. Nicht unbedingt, aber gut, wir haben erst 7. In 2-3 Stunden noch kann man sicherlich noch aktiv sein. Bin zwar auch eher ein Typ, der gerne zu früh ausgeschlagen geht. Also ich kann am meisten eh einschlagen. Die Umstellung von spät auf früh ist eigentlich immer extrem. Und manchmal haben wir Glück, schlafen ganz gut ein. Aber es ist auch häufig so, dass ich das nicht kann. Und daher sage ich mal so, vor 10 gehe ich sowieso nicht ins Bett. Auf den guten Grund, dass ich da nicht zu früh und dann nur so im Bett liege und mich umdrehe. Ne? Also das bringt ja nicht die Sache ein. Also können wir noch ein bisschen was tun hier. Ich habe mich ja auf die Maisaktion gefreut. Meine Abwechslung habe ich alle noch nicht gemacht in dem Sinne. Im 19er. Das ist jetzt mein erstes Mal, wo ich jetzt zusammen mit Cosplay hinbekomme. Jetzt muss ich halt mal den anderen Farben helfen. Ah, der ist schon weg. Ich muss den Haufen wieder verteilen. Und der nächste kommt bald. Der nächste schon bei 30%. Gibt sicherlich andere Methoden, die man machen könnte, als ich jetzt mache, aber das heißt, finde ich das am sinnvollsten. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist die andere Frage, aber darüber kann man sicherlich streiten. Ein bisschen mehr am Rand ran kriegen und da ist mir echt viel, da fehlt noch was. Ups, vorsichtig. Werner voll. Wird gefreut. Ja,
Ja. Aber wir haben gut zu tun hier. Ich verteile. Am Rand haben wir genug Platz, haben wir es hin. Hoffen wir, der packt nicht in den Wänden später. Aber können wir hoffen, ne? Denn bei der zweiten Version, denke ich mal, wenn sie das so schon entdeckt haben vor bei der ersten, wenn das so gewesen ist. Und ich habe noch ein Update. Wann genau, das weiß keiner. Es soll auch getestet werden, ne? Also muss man dazu sagen. Von daher haben wir Geduld. Mehr können wir sowieso nicht tun. Im Grunde können wir froh sein, dass immer jemand sich die Zeit nimmt und Karten zaubert. Denn die Originalkarten, naja, sind bescheiden, in meinen Augen. Das, was sie nicht hinkriegen, was man sagen kann, dass Karten nach dem Geschmack sind. Also ob die europäische Karte oder die amerikanische, die habe ich zwar nicht gespielt. Da sind die Felder meistens irgendwie klein. Und da? Nö. Und dann müssen wir nur wegnehmen. Bisschen. Und wer kommt? Eher nicht. Den Rand voll kriegen. Verteilen können wir später. Wir müssen die Fahrbahn frei halten, damit die anderen schon durchfahren können. Wo sie abkippen, in dem Bereich. Steckt wieder fest. Ah. Verstecken, dass nicht gut ist. Warum stört? Schauen wir mal. Eine Kurve. Ja, hat er sich aufgesetzt. Nee. Ja. Ja, anhalten ist gut, das bringt aber nicht weiter. Dramatisch, Plan. Auto. Nochmal deaktiviert. Bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt. Wenn er jetzt außen gefahren wäre, wo kein Mais ist, dann wäre das alles gut gewesen.
hätte er nämlich genug Platz gehabt, würde er nicht mit dem Weg stehen, ne? Das wäre wenn, ne? Weiterfahren, weiterfahren. Ecke liegen klar, stehen lassen. Der richtig Schwung. Erst überlegen und dann hier gut. Wegschicken. Abkippen links, ist aber Quatsch. Ein bisschen deprimierend, wenn die klappt, ne? Na gut, starten muss ich ihn auch, meine Fehler. Vornherein jetzt Probleme vorprogrammiert, weil er verkehrt an dir ist. Ist keine drinne. Ja, naja gut, irgendwie muss man das über die rumkriegen heute, beziehungsweise die nächsten Tage. Den Punkt zum Abladen hatte ich auch ein bisschen weiter. Hinten machen können, mehr in der Mitte. Das Schiebeschild kann man sich nicht schieben, wenn es voll ist. Das ist blöd. Noch so ein Punkt, wo man sagen könnte, was unrealistisch ist. Kann man höchstens aufladen und abladen, aber nicht
Village an oder Exit an sich schieben. Ja. Nur so ein bisschen wegkratzen hier. Das ist auch so ein Schiebeschlag noch holen, ne? Wäre mal versucht wert. Aber ist ja nicht um die Ecke. Habe ich so einen Schild eigentlich? Ich glaube nicht. Das kann man hier auch nicht erkennen. Nur muss man irgendwie holen, ne? Stürzen wir mit den Lammer hier ab. Die Schaufel. Knall. Das machen wir jetzt hier aufsteigen. Kurz Kartenübersicht. Zurücksetzen. Ja, okay. Jetzt gehen wir noch zum Händler. Schiebeschilder. Da gibt es zwei Sorten. Und das ist ein Original, kann man nicht ordentlich gehen. Muss ich mal gucken, ob ich irgendeinen Mod finde. Details. Nicht genügend Geld. Das ist aber richtig hier. P. Ich brauche Geld. Und wir haben nichts mehr. Ja. Pleite. Dann müssen wir jetzt kreativ sein. Zwar da nicht. Okay. Garage. Was können wir verzichten? Auf was könnten wir verzichten? Kurzfristig. Im Grunde. Anhänger für Kühe. Schneewalze. Weihnachtsbäume wird sich bringen. Das wären nur 1000. Winter kriegen wir mal nicht, ne? Das sind nur 6000. Und die Ebernhändler rum. Zurück. So. Ja. Wir mieten das mal. Das heißt, wir müssen bald Geld verdienen. Na, schon was da? Ups, Gas gehen. Da hinten können wir den anhängen. Das ist doch jetzt ungünstig, wenn die angeht. Ja, von der Aufbau geht's auch nicht. Das ist logisch. Aber hier wird uns Schiebeschild einen Sinn gemacht, ne? Ah, Bolze von 3 Meter bringt auch keine Punkte. Traktor macht es auch keinen Spaß, weil dann die dauernd immer diese Riefen reinziehen. Aber man kann nur hoch und runter stellen. Das ist dann ungünstig. Wo haben wir unser Ding jetzt?
wieder zurückgehen. Ach, mit den Fahrzeugen. Schloss im Ofen. So, liebe Schauer, das soll es vor dir gewesen sein. Ich danke fürs Herschauen. Seid noch Füße wegen Winkel, ciao. Vielleicht sehen wir uns natürlich vor mir. Tschüss.